Gut, dann beginnen wir mal mit der vierten Vorlesung heute. Es geht um den Arbeitsmarkt. Es gibt zwei zusammenhängende Vorlesungen. Nächste Woche ist genauso wichtig. Es ist ein sehr wichtiges Thema, auch für mich in der Forschung. Deshalb widme ich sehr gerne viel Zeit dem Thema. Das Thema Arbeitsmarkt durchdringt die Makroökonomie, weil aus verschiedenen Gründen die Arbeitsmarktgeschehnisse die makroökonomischen bedingen. Das heißt nicht nur Wachstum, sondern auch die Konjunktur. Und das Verhalten des Arbeitsmarktes ist sehr wichtig für die konjunkturelle Entwicklung. Das sehen Sie am Beispiel Europa im Moment. Es gibt einige Länder, wo das zu greifen scheint. Es gibt andere, wo es nicht zu greifen scheint. Es ist nicht nur die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Es gibt auch andere Faktoren, die dazu eine Rolle spielen. Und in dieser Vorlesung möchte ich das motivieren. Später zum Ende der Lehrveranstaltung im Januar werden wir das alles zusammenbündeln und in einer Gesamtheit angucken. Also heute werden wir die übliche Zusammenfassung der letzten Vorlesung machen. Dann gibt es meine Ausführungen zu der zentralen Rolle des Arbeitsmarktes. Ich werde es aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, vor allen Dingen, weil Arbeit der wichtigste Produktionsfaktor ist. Immer noch. Also gemessen an Auszahlungen als in der funktionalen Faktor Einkommensverteilung sind die Arbeitskräfte Faktor Arbeit immer noch Nummer eins. Viel, viel, viel mehr als Kapital, insbesondere wenn man die Nettobeträge nach Abzug von Steuern betrachtet. Das wissen die meisten Leute nicht. Man achtet immer mehr auf die Veränderungen. Man merkt also in den letzten Jahren, dass der Faktor Kapital etwas gewonnen hat. Das stimmt auch. Aber im längeren Betrachtungsraum ist es nicht so eindeutig, wer diesen Verteilungskampf gewinnt. Und heute ist ein Versuch, mal erstmal diese Fakten auf den Tisch zu legen. Zweitens die Bestimmungsfaktoren für diesen, wenn Sie wollen, Arbeits- oder Verteilungskampf zwischen Faktor Arbeit und Faktor Kapital zu beschreiben. Wir werden zunächst einmal von der neoklassischen Sichtweise ausgehen. Das heißt, es gibt einen Markt für Arbeitskräfte, es gibt Nachfrage und Angebot. Und das Ergebnis dieses Zusammenspiels von Angebot und Nachfrage wird zu einer Lohnfindung führen. Diese Lohnfindung wird in der nächsten Vorlesung weitestgehend ausgehoben durch Institutionen des Arbeitsmarktes, zum Beispiel Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, Mindestlohn, staatliche Interventionen. Letztendlich ist es wichtig, die fundamentalen Bestimmungsfaktoren immer im Auge zu behalten, weil letztendlich die immer gewinnen. Letztendlich kann man keine Arbeit einstellen, wenn diese nicht sich lohnt. Und Menschen werden auch nicht arbeiten, wenn es für sie auch nicht lohnt. Insofern, das sind ganz bestimmte fundamentalen Faktoren, die wir als die Faktoren von Alfred Marshall, von dem großen britischen Ökonom vor 100 Jahren, der das alles sehr, sehr schön zusammengeschrieben hat. Eigentlich geht das noch weiter zurück auf Adam Smith, nicht? Also quasi die Begründung des Arbeitsmarktes und vor allen Dingen die Lohndifferenziale. Warum bestimmte Menschen mehr verdienen als andere? Hängt das nur mit der Produktivität zusammen? Hängt das mit der Verhandlungsmacht zusammen? Oder hat das andere Gründe, die wir noch nicht verstehen? Also kann man den Vogel bitte mal ausmachen, wo auch immer der herumschwirrt? Das ist kein normaler Vogel, das ist ein elektronischer Vogel. Ja, also dann haben wir jetzt partielles Gleichgewicht am Arbeitsmarkt. Das ist der Endpunkt für heute, nämlich dieses Marshallsche Gleichgewicht. Das sollen Sie verstehen. Das ist wirklich Einführung in die VWL wieder, aber trotzdem mit großen Erkenntnisgewinnen. Nicht? Sie können auch zum Beispiel die zunehmende Lohnungleichheit, die am Donnerstag besprochen werden sollte, verstehen, wo das herkommt. Es kommt nicht nur durch die Nachfrage nach Fähigkeiten, mit Rechnen umzugehen oder mit dem Internet flink funktionieren zu können, sondern es geht auch um das Arbeitsangebot und was gerade jetzt am Angebot angeboten wird. Das ist ein anderer Faktor. Wir sehen das in anderen Teilen der Welt, wo das viel wichtiger ist als die Nachfrage. Also dieses Zusammenspiel zu verstehen, ist schon eine primäre Aufgabe von Ökonomen. Auch zu kritisieren, das machen wir nächste Woche. Wir kritisieren dieses Marshallsche Paradigma.
Aber um irgendwas zu kritisieren, müssen Sie es erstmal verstehen. Das ist das Intellektuelle, auch in unserem Fach. Wir müssen erstmal verstehen, richtig gründlich verstehen, was wir kritisieren. Und dann können wir es mit Macht kritisieren. Dann können Sie gegen die großen Köpfe hergehen und sagen, ja, das stimmt einfach nicht. Ich habe das auch mal gelernt und ich weiß, dass es falsch ist. Oder ich weiß, dass Sie diese Annahme getroffen haben, die zu diesem Schluss echt genial. Das ist mir noch nie eingefallen, sowas. Also Zusammenfassung der letzten Woche. Es geht um Wachstum. Letzte Woche ging es um Wachstum. Sie hatten auch in den Übungen das Thema nachhaltiges Wachstum vor Augen geführt. Sie haben gesehen, dass es von zweierlei abhängig ist. Erst zunächst einmal Akkumulation des Sachkapitals. Nicht? Also das heißt, reiche Länder haben mehr Sachkapital im Zuge ihrer Existenz angehäuft, aus welchen Gründen auch immer. Es muss nicht unbedingt eine kapitalistische Entwicklung sein. Aber auf jeden Fall merken wir, dass selbst unter den sozialistischen Ländern diejenigen, die mehr angespart haben, waren besser gestellt als die, die das nicht gemacht haben. Ich vergleiche mehr mal die ehemalige DDR mit Kuba und ich kenne beide sehr gut. Also es gibt zweitens technischen Fortschritt. Der technische Fortschritt ist letztendlich ein Residualerklärungsfaktor, aber zwar so wichtig, dass 50% der Verbesserung der technischen Möglichkeiten darauf zurückzuführen ist. Zweitens haben wir das Solo-Modell als Ergebnis von einer Sparquote von Haushalten und selbst wenn wir das in dynamisierten Form machen, haben wir das letztendlich verbunden mit Kopf-pro-Kopf-Einkommen und nicht um Wachstum mit Wachstum. Die Erklärung von Wachstumsprozessen ist viel schwerer und beschäftigt immer noch unsere Zunft mächtig. Insofern, das Solo-Modell ist ein Versuch, Pro-Kopf-Wachstum zu erklären, sofern wir technologische Entwicklung exogen verstanden haben. Aber das Verständnis oder die Erklärung von Forschung und Entwicklung, Fortschritte wie Internet oder die Einführung von Strom, Stromübertragung oder Dampfmaschinen, das sind Dinge, die wir nicht unbedingt prognostizieren können. Wir können mal erkennen, was es für Wert hat in einer Gesellschaft, solche technische Fortschrittsmöglichkeiten zu entwickeln, aber letztendlich die Vorhersage fällt uns sehr, sehr schwer als Ökonomen. Wir haben auch gesehen, dass Faktoren wie Humankapital, also Bildung, eine erhebliche Rolle spielt. Infrastruktur, wir haben auch gesehen, dass Länder, die tatsächlich mehr investieren in technologische Entwicklung, kriegen jetzt Renditen heraus. Und das könnte durchaus erklären, weshalb es immer noch bei den OECD-Ländern noch besser steht. Es gilt auch natürlich zu verstehen, dass institutionelle Faktoren eine Rolle spielen, zum Beispiel die Tatsache, dass Argentinien um die Jahre 1910 zu den reichsten Ländern der Welt gehörte und eben in den letzten Jahren nicht mehr. Wir haben viele wichtige Begriffe. Ich empfehle Ihnen sehr stark, jetzt eine Revision zu machen. Also dieser Abschnitt Wachstum ist vorbei zunächst einmal, aber wir haben eine Menge gelernt. Die Begriffe liegen auf dem Tisch. Also wir haben Solo-Modell rauf und runter gerechnet. Wir haben die goldene Regel als eine optimale normative Aussage entwickelt. Wir haben das mit Bevölkerungswachstum, bis zum bitteren Ende die goldene Regel erweitern auf den Fall exogenem technischen Fortschritt. Wir haben komparativ statische Analyse eingeführt, also eine Möglichkeit, Gleichgewichte unter bestimmten Unterschieden bei der Modellparametrisierung zu vergleichen und zu sehen, was passiert, wenn irgendwas sich ändert. Wir haben dann versucht, über eine rein mathematische Zerlegung zu eine gewisse Zuordnung der Rollen der Faktorakkumulation zu entwickeln. Das ist ein Trick, den Sie auch in Ihrem normalen Leben verwenden können. Also zum Beispiel, wenn Sie gerade in der Praxis sind und verschiedene Fabrikanlagen auswerten wollen, Produktivität. Es geht darum, inwiefern kann der Ausstoß eine Produktionsanlage durch die beobachtbaren Faktoren in ihre Veränderung erklärt werden. Oder was ist übrig? Was kann man nur als Learning oder irgendwie besserer Umgang, effizienterer Umgang mit den gegebenen Faktoren betrachten?
Dann haben wir das Solo-Modell zum Ende erweitert, und das sollen Sie auch verstehen, diese Idee des Herod-neutralen technischen Fortschritts, diese Arbeitskräfte ergänzende Form von technischem Fortschritt. Und zum Schluss haben wir diese offenen Fragen angehen wollen und haben natürlich nicht gelöst, aber wir haben gesehen, dass eine bedingte Entwicklung des technischen Fortschritts oder des bedingte Evidenz für die Konvergenz von Wachstumsraten existiert. Vergleichen wir Äpfel mit Äpfeln, dann haben wir eine gute Chance zu erklären, weshalb Griechenland immer noch nach oben konvergiert, allerdings vielleicht auf ein Steady-State-Niveau, das nicht unbedingt das Deutsche ist, weil eben hier andere Dinge funktionieren, bis hin zur Verwaltung und Rechtsordnung und so weiter. Aber es kann durchaus sein, dass andere Länder das nicht hinbekommen, weil sie eben bessere oder schlechtere Bildungssysteme haben. All diese Dinge können mit auf die Waagschale geworfen werden. Und zum Schluss haben wir das Wachstum als endogenes Prozess, ja, also eingeführt, nicht unbedingt. Das ist ein sehr, sehr, das ist fast ein Largesse de Richesse, also einfach zu viel von einem Guten kann auch schlecht sein. Wir haben zu viele Möglichkeiten, das Wachstum zu erklären. Insofern ist endogene Wachstum noch nicht ganz forschungsreif, sagen wir mal so. Das sind die Leute, die das jetzt machen, das sind potenziell Nobelpreisträger von morgen. Aber ein Zusammenspiel zwischen Forschung und Entwicklung, Möglichkeiten, ein iPhone zu entwickeln oder so weiter, das sind alle Dinge, die weitestgehend unreife Forschungsergebnisse darstellen. Jetzt möchte ich mal zu meinem Thema, also die zentrale Rolle des Arbeitsmarktes. Es gibt sehr viel zu erklären heute, aber wir werden es auch teilweise grafisch machen, wie immer, und teilweise formal. Wir werden das formale Programm auch in der Übung herausarbeiten. Das sind auch eigentlich Probleme, die Ihnen aus der Mikroökonomie bekannt sind. Aber es ist immer gut, wenn man das aus einer anderen Perspektive wieder sieht. Man hat immer wieder neue Ideen und man sieht auch die Einschränkungen von diesen Theorien gleichzeitig. Also die Arbeitskräfte, schon gesagt, also wenn man die Anzahl der Stunden, die gearbeitet werden in Deutschland, kommt man schon sehr leicht auf Billionen. Multipliziert man das mit der Bruttoauszahlung, die man für diese geleisteten Arbeitsstunden zahlt, kommt man sehr schnell auf eine Riesenziffer. Und zwar, das kann man von der Faktoreinkommensseite schon mal zwischen 50% und 70% des gesamten Bruttoinlandsprodukts sehen. Also wenn wir das wirklich als Wertschöpfung bezeichnen, es gibt manchmal bei den Betriebswirten ein bisschen Verwirrung, weil sie meinen, ja, das kann nicht sein. Ich habe in einer Riesenfabrik gearbeitet im Sommer und wir haben gesehen, dass die Materialkosten durchaus 80% der Umsätze darstellten. Das mag durchaus sein, aber das sind nicht 80% der Wertschöpfung, sondern 80% der Umsätze, der Verkaufszahlen. Und das sind zwei verschiedene Schuhe. Es geht hier um Wertschöpfung und Wertschöpfung fließt letztendlich als Auszahlung für die Faktoreinkünfte vorwiegend an den Faktor Arbeit. Also das ist natürlich auch brisant für uns, weil es eben auch eine Existenzquelle ist. Wir leben von unserer Arbeit. Die meisten von uns sind darauf angewiesen, einen Arbeitsplatz zu haben. Wir haben nicht unabhängiges Vermögen, wovon wir auch leben können. Die Zinssätze sind sowieso im Moment sehr niedrig. Das bietet keine attraktive Alternative an. Wir sind eigentlich alle sehr interessiert, daran zu arbeiten. Aber es gibt auch psychologische Gründe, weshalb Arbeit so wichtig ist. Und die vernachlässigen wir Ökonomen sehr häufig, aber die sind wichtig. Die Menschen brauchen eine Sozialisierungsmöglichkeit. Man trifft nach wie vor sehr viele Partner am Arbeitsplatz. Man hat sehr viele Freunde am Arbeitsplatz. Man hat sehr viele Feinde. Man definiert die eigene Welt um den Arbeitsplatz. Nicht nur bei Professoren, sondern auch bei ganz wichtigen und normalen Menschen, die ganz normal arbeiten müssen, weil sie existieren wollen. Nicht, weil sie ihre Arbeit so sehr lieben, aber sie lieben trotzdem das Gefühl, eine Funktion in der Gesellschaft zu haben. Deshalb ist Arbeit nicht unbedingt so einfach zu betrachten wie den Markt für Äpfel und Apfelsinen, obwohl wir immer dazu neigen, dies zu tun.
Insofern müssen wir dieses Thema sehr, sehr vorsichtig angehen. Trotzdem behaupte ich mal, und das ist die Behauptung der meisten Volkswirte, dass sehr, sehr interessante Einsichten gewonnen werden können, wenn wir einfach mal das auch wie ein Gut betrachten. Und dann weichen wir, wie gesagt, nächste Woche davon etwas ab. Also in den Ländern der OECD, das ist dieser Club von den reichsten Industrieländern, ist es klar, dass Arbeit nach wie vor die Mehrheit der Wertschöpfung oder das meiste der Wertschöpfung abbekommt. Brutto gesehen, das heißt, man musste immer mal in Betracht ziehen, dass diese Bruttoauszahlungen an den Staat abgeführt werden zum Teil. Das haben wir auch sehr heftig in Deutschland. Die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge sind ungefähr 35% der Gesamtkosten von Arbeit. Das heißt, man weiß gar nicht, was man für Kosten als Arbeitnehmer verursacht. Und weil der Arbeitgeber direkt einen großen Anteil abführt an den Staat und sie auch. Obwohl letztendlich der Arbeitgeber das verantworten muss und muss dafür sorgen, dass irgendwie Wertschöpfung dabei ist. Ansonsten geht dieser selber ein. Das ist das Wesentliche an der Existenz des Arbeitsmarktes und der Nachfrage nach Arbeit. Dieses Bild habe ich schon mal gezeigt. Ich habe es noch einmal angeguckt und ich habe auch das bestätigen können, dass in diesem Bild, also alles, was unter der roten Linie sozusagen, all diese Teile sind alle Bruttoeinkünfte für den Faktor Arbeit. Alles, was drüber steht, ist eigentlich, könnte man sagen, es geht den anderen Faktoren vorwiegend Kapital. Aber Sie sehen, ein großer Teil ist die Wiedererneuerung von Sachkapital. Das heißt, die Abschreibung nimmt immer einen größeren Teil, weil die Kapitalgüter immer kurzlebiger sind als vorher. Also es geht nicht mehr um diese großen, schönen Gebäude, sondern um Software. Und das muss wirklich immer wieder neu investiert werden. Ansonsten ist das auch futsch. Das heißt, was wirklich Nettoeinkünfte für die Unternehmer sind, das ist was gelb unten und oben schraffiert sind oder irgendwie mal schwarz-weiß da. Das besteht natürlich auch zum Teil aus Abgaben an den Staat und auch diese Sozialversicherungsbeiträge und so weiter. Das ist alles, was Sie sehen, ist eine relative Konstanz in den Jahren seit 1960. Also vor 90 war das Westdeutschland und nach 92 war das Vereintes Deutschland. Hier ist dasselbe Bild für Holland. Und Holland ist direkt neben Deutschland, hat sehr ähnliche Werte, was Sozialversicherung angeht und so weiter. Diese blaue Kurve ist letztendlich der gleiche Anteil an Wertschöpfung, den man an Arbeitskräfte zurückführen kann. Brutto gesehen, also inklusive Arbeitgeberbeiträge für den Arbeitnehmer, also quasi für Sozialversicherung, denken Sie, das könnte man auch in einer anderen Welt privat erwerben. Und man könnte sich vorstellen, die Firmen zahlen das Geld direkt an die Arbeitnehmer aus und die kaufen sich selbst eine Rentenversicherung oder eine Krankenkassenpolize. Das gibt es in einigen Ländern, in der Schweiz zum Beispiel. Man kann das alles so sich vorstellen. Und wenn man das zusammentut, hat man diese relative Konstanz. Sie sehen sogar, eine Zeit lang war das ansteigend. Nicht? Also da bis in die 70er Jahren war das bekannt, dass die Arbeitnehmeranteile anstiegen und bis hier in diesem Bild bis 1980 ging das leicht nach oben und jetzt geht es leicht nach unten. Was sehr auffällig ist, ist die Verteilung dieser Wertschöpfung, letztendlich die an Arbeitskräfte geht. Sie sehen, dass der Private, was Ihnen in die Tasche fließt, wenn Sie Holländer sind, ist eigentlich seit 1980 relativ steil zurückgegangen. Das heißt, die Holländer haben letztendlich immer mehr eine Verstaatlichung, wenn sie wollen, von ihren Lohngehaltssumme für den Zweck letztendlich Rentenversicherung, Krankenkasse und so weiter. Und das hängt damit zusammen, dass sie eine sehr, sehr extensive, sehr, sehr umfassende umfassendes System der Sozialversicherung haben, aber gleichzeitig auch eine, die in ihren Grenzen leben muss. Und diese harten Zeiten der 1980er Jahre waren eine Zeit, als diese Leistungen sehr stark zurückgeschnitten wurden. Insofern muss es alles finanziert werden. Sie sehen, es läuft auf eine relativ Stabilität aus. Also
Wie gesagt, es gibt andere Punkte, die wichtig sind. Sie sehen ja, diese Anteile sind nicht konstant. Die haben teilweise Fluktuationen und sie haben auch eine Trendentwicklung, die ab und zu mal gewendet werden. Hat sicherlich nicht nur mit industriellen Produktionstechniken zu tun, sondern auch mit relativer Macht am Arbeitsplatz. Es ist nicht mehr Arbeitsnachfrage und Angebot, sondern vielleicht auch die Stärke der Gewerkschaften, die Stärke der Arbeitgeber in einem Sinn der Verteilungsstreitigkeiten. Das werden wir nächste Woche sehen. Aber zunächst mal blenden wir diese Möglichkeit aus. Trotzdem ist es auffällig, dass in Konjunkturzeiten, die als gut bezeichnet werden, gibt es eine Rückwärtsentwicklung der Arbeitslosigkeit und eine positive Entwicklung der Beschäftigung in Stunden, auch in Personen und in Rezessionen umgekehrt. Und hier haben wir das berühmte Abbildung von dem sogenannten Okinschen Gesetz. Das heißt also, diese pinke Kurve ist letztendlich die Output-Lücke. Das ist die Abweichung des Bruttoinlandsprodukts von einem Trend. Und also zum Beispiel zwischen 1970 und 1973 war eine Boomzeit, könnte man in Deutschland, Westdeutschland sagen. In dieser Zeit war die Arbeitslosenquote unterhalb der Trendwerte, die man aus einer Zeitreihenanalyse entwickeln könnte oder so ein Glättungsverfahren. Sie sehen, das ist eine relativ starke Entwicklung. Man hat tatsächlich in Rezessionen Zeiten der Beschäftigungslosigkeit in einem Sinne, den ich definieren werde, weil wir haben noch nicht Arbeitslosigkeit definiert, aber die Möglichkeit, nicht unbedingt einen Job zu finden, ist offensichtlich etwas, was die Menschen stört. Nicht, wenn sie auf den Arbeitsmarkt gehen oder wenn sie ihren Arbeitsplatz verlieren und keinen Job sofort finden. Wir werden nächste Woche sehen, dass dieser Arbeitsmarkt sehr, sehr dynamisch ist, trotz des Eindrucks einer Pfütze. Das ist alles sehr stagnierend, das ist gar nicht so. Trotzdem ist es so, dass der Arbeitsmarkt nicht es schafft, in schlechten Zeiten genug Arbeitsplätze, Angebote, um die Menschen, die suchen, zu befriedigen. Und das ist auch so ein wichtiger Faktor, der vielleicht heute nicht ganz zufriedenstellend gelöst wird. Also dieses Datum Arbeitslosigkeit oder Arbeitslosenquote hängt auch mit Wachstum zusammen. Wir werden sehen, gerade in den Ländern, wo die Wachstumsraten relativ mau ausfallen, zum Beispiel in Italien seit 10 Jahren oder in Frankreich, ist die Arbeitslosigkeit tendenziell steigend. Wir sehen auch, dass in Deutschland, wo die Wachstumsraten relativ besser ausfallen, ist die Arbeitslosigkeit gefallen und zwar noch schneller, als man erwartet hätte. Das heißt, es ist nicht nur Wachstum, was Arbeitsplätze relativ schafft zu normalen Zeiten, sondern es ist auch so ein Zusammenspiel zwischen Arbeitsnachfrage und Arbeitsangebot. Trotzdem ist diese Nichtbeschäftigung auch brisant. Also die Langzeitarbeitslosigkeit ist auch eine Sache, die man angehen will. Man weiß, dass es nicht nur mit der Konjunktur zusammenhängt. Und wir hatten in Deutschland, vor allen Dingen in Westdeutschland, über die Jahrzehnte hinweg bis hin zur Wiedervereinigung immer steigende Arbeitslosigkeit nach jeder Rezession. Und das ist auch mal eine Erklärung nötig. Also es gibt trotzdem einige Konstanzen. Es gibt die Beschäftigungslosigkeit. Es gab sie in den 60er Jahren, auch als Westdeutschland Leute aus dem Süden Europas importieren musste. Es gab richtig große Ausfälle von Arbeitskräften. Also man hat tatsächlich Notsituationen. Es gab vor 100 Jahren auch Arbeitslosenquoten. Man könnte die berechnen. Es gibt diese Nachfrage und Angebot an Arbeitskräften, die zusammenkommen und offensichtlich nicht zu einem Ergebnis kommen, wo der Markt nach einem Sinne, den ich definieren werde, geräumt werden. Und jetzt zeige ich mal ein Bild von einer Tätigkeit. Das ist ein Bild aus Berlin aus dem Jahr 1890. Wer möchte raten, was es ist? Genau, es ist die Vermittlung von Telefongesprächen. Das war Hightech die Jahre 1890 bis 1910. Sie sehen ja eine Beschäftigung. Sie sehen sehr viele Menschen da, die beschäftigt werden, also vorwiegend Frauen.
Das sind auch Frauen, die vielleicht vor 20, 30 Jahren gar nicht am Arbeitsmarkt waren. Nicht? Also das ist eine sehr personalintensive Beschäftigung. Man muss schon lesen und schreiben können, wenn man tatsächlich die Ziffern und Namen verbinden muss. Das ist eine sehr arbeitsintensive Beschäftigung. Ist wahrscheinlich gar nicht so uninteressant für die Zeit. Nicht? Man konnte sich unterhalten mit anderen, aber es war sehr intensiv, weil man tatsächlich die Gespräche im Einzelnen verbinden musste. Als ich nach Berlin kam, gab es immer noch das alte Siemens-Gerät im Pförtner-Büro. Das war ein Teil, das war vielleicht so groß wie die Hälfte meines Arbeitszimmers, und das war tatsächlich so ein Vermittlungsgerät, wo so ein Kolbe sich drehte und verschiedene Gespräche gleichzeitig herstellen konnte. Und das Gerät hat man benutzt und gewartet zu DDR-Zeiten von den Jahren 1936 bis 1992. Nicht? Also insofern, diese Frauen wurden durch das Gerät obsolet gemacht. Nicht? Und das Gerät wurde obsolet durch das jetzige, was gar nicht mehr sichtbar ist. Also die ganzen Telefongeräte werden mit einem Box, so einer Art Server vermittelt. Gespräche werden viel, viel produktiver vermittelt. All diese Dinge erreichen dasselbe Ziel mit verschiedenen Produktionstechnologien, wenn Sie wollen, und bedingt durch die technische Entwicklung. Also technischer Fortschritt hat im Prinzip diese Frauen in diese Tätigkeit obsolet gemacht. Und kein Hahn kräht mehr danach, weil es natürlich andere Möglichkeiten für diese Frauen gegeben hat. Einige Frauen sind nach der, und nicht nur Frauen, Sie sehen auch ein paar Männer, die sind alle Vorarbeiter da. Es ist auch ein bisschen ungerecht, aber das war damals so. Sie können sich vorstellen, dass nach der Einführung von diesen neuen Vermittlungsgeräten, dass diese Arbeitsplätze auch überflüssig gemacht wurden. Und diese Frauen haben andere Tätigkeiten gefunden, andere sind aus dem Erwerbsleben ausgetreten zeitweilig. Das sind alle so Dynamiken, die wir auch zu dem Arbeitsmarkt zählen. Und die sind sehr, sehr kompliziert. Es betrifft einen einzelnen Menschen, eine einzelne Entscheidung. Dennoch müssen wir mit Hilfe der makroökonomischen und vor allen Dingen mikroökonomischen Werkzeugen versuchen, mal weiterzukommen. Das sind die Handwerkzeuge von der einen Seite. Wir werden zunächst einmal über die Entscheidung einer Frau oder einem Mann in diesen Bereich zu gehen, damals im Jahr 1890 oder von derselben Entscheidung von heute. Es geht bestimmte Teile des Arbeitsangebots. Es geht darum, wie viele Arbeitskräfte biete ich dem Markt an. Okay? Und es gibt sehr viele Aspekte, die Sie sich vorstellen können. Es geht um die Arbeitsstunden, es geht nicht um den Menschen, es geht nicht um Sklaverei. Also man ist nicht Sklave, man kann auch sagen, ich möchte das nicht. Also ich arbeite woanders, ich arbeite gar nicht, vielleicht muss ich die Konsequenzen hinnehmen. Diese Präferenzen kann man definieren. Wir gehen von stabilen Präferenzen aus. Wir werden auch damit zusammen, ich werde das alles jetzt im Einzelnen machen, aber ich benenne diese Faktoren, die wir brauchen, um dieses Arbeitsangebot, die eine von den Scheren von Marshall zu verstehen. Wir brauchen eine Budgetrestriktion. Das heißt, Arbeit macht nur dann Sinn, wenn was dabei für mich herausspringt. Und was bekomme ich für meine Arbeitskräfte? Und ist das, lohnt das sich für mich? Es hängt von der Höhe des Lohns natürlich ab. Es hängt auch davon ab, wie viel Vermögen oder sonstige Ressourcen ich zur Verfügung hätte, wenn ich die Arbeit ablehne. Dann kann man ein Optimierungsproblem aufstellen, ganz einfach grafisch. Man kann es auch formal darstellen. Es geht darum, wenn ich Präferenzen habe, die relativ konsistent mit sich selbst sind, kann ich diese als eine Funktion, also Nutzenfunktion charakterisieren, und dann stelle ich die Frage, was passiert, wenn ich meinen Nutzen maximiere mit der Nebenbedingung, dass ich nicht mehr konsumiere, als ich mir leisten kann. Letztendlich intratemporal würde das heißen, ich müsste meine Güter, die ich haben will, muss ich die bezahlen durch meinen Lohn. Und vielleicht hinzukommen andere Ressourcen, die ich sonst bekäme. Und dann gibt es die Lösung, wie wir als innere Lösung bezeichnen. Das werde ich als gleich zeigen, aber einfach mal, damit Sie im Bilde sind. Das ist die innere Lösung, kann man mit Differentialrechnung charakterisieren. Nicht? Es gibt eine Grenz,
Grenznutzen von Arbeit. Es gibt einen Grenznutzen von Konsum. Grenznutzen von Arbeit ist negativ, es ist ein Grenzleid. Wir sprechen vielmehr von dem Grenznutzen von Freizeit, den wir, worauf wir verzichten. Und dann haben wir so eine Art Grenzrate der Substitution auf der Präferenzenseite und die werden sozusagen gleich mit dem Lohn gesetzt. Das zeigen wir alles im Detail. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man sich heraushält und sagt, ich möchte nicht arbeiten. Das gibt es. Es gibt es vor allen Dingen bei Leuten, die sehr viel Geld haben, die vielleicht das Lotto gewonnen haben, sagen einfach, ja, ich verzichte darauf und ich habe lange, lange gearbeitet, ich bin 55, ich habe mein kleines Vermögen angehäuft, ich möchte mal die Welt sehen. Das sind Leute, die einfach aussteigen, das ist auch eine Möglichkeit. Es gibt auch Leute, die sagen, na, bei dem Lohn mache ich das nicht, ich warte, ja, oder ich kann andere Möglichkeiten, vielleicht kann ich mal wieder in die Bildung gehen oder sonst was. Und die bezeichnen wir als Ecklösungen. Die lassen sich nicht mit der Differentialrechnung glatt charakterisieren. Man muss die sogenannten Kuhn-Tucker-Bedingungen anwenden, aber trotzdem ist es eine sehr, sehr klare Situation. In dem Fall ist der Grenznutzen von Freizeit größer als der Gewinn, den ich hätte, wenn ich arbeiten würde, gemessen in den Nutzen an den Gütern, die ich erkaufen könnte. Das ist eine ganz einfache Logik, die dahinter steckt. Und das Problem in unserer Volkswirtschaft ist, dass wir sehr viele Menschen haben, die unterschiedlich sind. Manche würden sagen, das ist schön, das ist das Schöne an unserem Leben, dass alle Menschen anders sind. Wir treffen immer neue Leute, aber jeder Mensch hat eine andere Einstellung zu dieser Entscheidung. Es gibt Leute, die Arbeitstiere sind und kennen nichts anderes, sind irgendwie besessen von Erfolg. Und andere Leute haben vielleicht eine etwas gesündere Einstellung dazu. Oder man würde sagen, vielleicht sind sie faul. Also ist egal, genau wie man das betrachtet, ist auch eine individuelle Betrachtung. Aber auf jeden Fall gibt es diese Unterschiede und wir müssen die aggregieren. Also was wir beobachten, ist der Arbeitsmarkt insgesamt. Das ist eine Aggregation, ein Integral über alle Menschen in diesem Arbeitsmarkt. Und es geht nach wie vor um Arbeitsangebot. Wir werden die Nachfrage gleich anfassen. Also Präferenzen des Haushaltes in die erste Zutat. Wir benutzen die Indifferenzkurven, um das mal zu zeichnen. Also diese Indifferenzkurven zeigen einfach Kombinationen von Konsum als Bündel. Wir betrachten jetzt Konsum als Bündel, weil die einzelnen Güter sind uns völlig uninteressant im Moment. Es geht darum, was würde ich mit meinem extra Euro kaufen? So eine Mischung aus Bratwurst, Bier, Kinobesuch, also Club, was weiß ich noch. Alles als Aggregat. Und das ist auch persönlich, aber man kann mitteln und stellt schon fest, dass Menschen relativ konstante Anteile haben, Miete zum Beispiel. Auf jeden Fall haben wir auch unsere Freizeit, das ist auch uns was wert. Und es gibt eine negative Wechselbeziehung bei einem gleichen Niveau an Nutzen, worauf bin ich bereit zu verzichten auf Freizeit, um ein bisschen mehr Konsum zu bekommen. Jede von diesen Kurven entspricht einem Niveau von Nutzen, das heißt, je höher in Richtung Nordosten, desto glücklicher bin ich. Das heißt, es geht tatsächlich um Glück, aber es geht um eine Art Glück, der teilweise durch materiellen Dinge befriedigt werden kann. Es gibt auch den Glück, dass man eigentlich nur durch Freizeit, weil wir brauchen unsere Freizeit, vor allen Dingen in der Betrachtung der Lebenszeit, will man irgendwie aufhören zu arbeiten. Nicht? Also insofern, diese konvexe Verlauf der Indifferenzenkurven zum ursprünglichen bedeuten, dass die Nutzenfunktion konkave ist in Nutzen und Freizeit. Und das ist unsere Grundlage. Also die Nutzenfunktionen, die dazu führen, sind Nutzenfunktionen, die diese Konkavitätseigenschaften haben, bezogen auf die Argumente. Das werden wir gleich mal aufschreiben. Aber zunächst einmal, bei gleichem Nutzen, um wie viel Arbeit, um wie viel Freizeit muss ich verzichten, gleich glücklich zu sein, um eine extra Einheit Konsum oder wie viel Konsumgüter müssen mir bereitgestellt werden, um mich dazu zu bewegen, auf eine Stunde Freizeit zu verzichten. Das ist eine ganz grundsätzliche Idee. Diese Präferenzen sollen relativ stabil sein.
Natürlich, die Psychologen können dagegen einwenden, die sind nicht stabil. Aber wir betrachten die Menschheit insgesamt an Mittelwert, ist es relativ guter Anfang von einer Theorie. Insofern, diese negative Neigung ist sehr wichtig. Das ist diese Steigung der Indifferenzkurve an einem Punkt gibt die Grenzrate der Substitution, hier bezogen auf Freizeit. Wie viel Konsum muss mir bereitgestellt werden, damit ich tatsächlich auf diese Freizeit verzichte und arbeite? Also nicht Freizeit heißt arbeiten, nicht L quer Balken, ist sozusagen meine Gesamtmenge an Arbeitsstunden, die ich anbieten könnte. Und diese Eigenschaften lassen sich wie bei der Produktionsfunktion relativ kompakt darstellen, mathematisch, aber man kann sie auch einfach so verbal beschreiben. Den Anstieg habe ich schon angemerkt. Die Kurve selber ist eine krumme Kurve, das heißt, es gibt einen immer steilenden Verlauf. Je weniger Freizeit ich genieße, desto wertvoller ist diese Freizeit, also in meiner Betrachtung. Deshalb umso mehr muss ich dafür kompensiert werden, wenn ich nur um noch mehr verzichten sollte. Und das ist eine sehr robuste Eigenschaft. Also es gibt natürlich Versuche, wenn man die Unsicherheit einbringt und so weiter, kann es etwas komplizierter werden, aber letztendlich ist das für uns relativ eine sehr schwache Implikation von rationalen Konsumverhalten. Natürlich gibt es verschiedene Menschen. Wir können Menschen nicht vergleichen. Sie sind frei, gerne mal ins Kino zu gehen. Ich kann was anderes tun. Aber letztendlich, wenn man einen einzelnen Mensch vergleicht, müsste man eine gewisse Konsistenz erwarten. Das heißt, diese Kurven sollen sich nicht schneiden, weil das würde heißen, natürlich, wenn sie sich schneiden, dann wäre ich indifferent mit Punkten auf dieser Kurve. Und das würde quasi diese Kurve nicht mehr eine Kurve ergeben, die Eigenschaften haben, die wir uns wünschen. Das heißt, wir erwarten eine gewisse Konsistenz von den Entscheidungen von diesen Menschen. Zweite Zutat, Budgetrestriktion. Das ist klar. In dieser einfachen Variante gibt es keine Überstunden. Es gibt keine Lohnzuschüsse. Es gibt all diese Dinge nicht. Das können Sie in der Arbeitsmarktökonomik sehr, sehr, sehr schön herausarbeiten. Aber letztendlich haben wir eine Budgetrestriktion, die einfach besagt, L quer Balken minus L ist eben das, was ich arbeite. Also das ist meine Freizeit, abzüglich vielleicht, ich muss auch schlafen, was übrig bleibt, kann ich arbeiten. Wenn ich mehr arbeite, habe ich mehr Konsummöglichkeiten. Und man kann im Prinzip, wenn man als Individuum die Stundeneinsätze variieren könnte, entlang dieser Kurve könnte ich auch meine Konsummöglichkeiten variieren. Gegeben sei der Lohn. Man kann den Lohn sich nicht selber wählen. Der Lohn wird irgendwie mal durch unsere Bildung oder unsere angeeigneten Fähigkeiten bestimmt. Wir reden jetzt von einer Budgetmenge. Das heißt, wir könnten im Prinzip innerhalb dieses Dreiecks bleiben, aber letztendlich wäre es Verschwendung, wenn wir das nicht bis zur Grenze unserer Möglichkeiten gehen. Das heißt, wir würden erwarten, dass egal was wir machen, wir entlang der Kurve AB, der geraden AB uns bewegen. Und wenn wir quasi die typische Maximierungsproblematik aufstellen, wir sehen, dass bei diesen drei Kurven, also diese Orange ist nicht nur möglich, sondern es stellt uns am besten. Also die blaue Kurve ist einfach zu teuer für uns. Und wenn wir gerade bei der pinken Kurve sind, also diese rosafarbigen Kurve, könnten wir natürlich alle möglichen Punkte da innerhalb. Das wäre eigentlich nicht gerade rational, weil wir uns besser stellen könnten, indem wir einfach mal bis hin zur Grenze gehen und alle Punkte entlang dieser Budgetgeraden schneiden die Indifferenzkurve bis auf die Orange. Und das deutet darauf hin, dass es den Tangentialpunkt, und in einer mathematischen Formulierung würde das darauf hinauslaufen, dass eine Grenzsubstitutionsrate, Konsum für Freizeit, ist gleich der Opportunitätskosten der Freizeit am Markt, nämlich dem Lohn. Und hier geht es um den Nettolohn, wohlgemerkt, das ist ein interessanter
Problematik. Wir gehen hier von einem Lohn aus, aber letztendlich ist der Lohn, den Sie verdienen, nicht gleich dem Lohn, den der Unternehmer zahlt, wenn er Sie einstellt. Und daher müssen wir auch aufpassen, aber das kann man tatsächlich hier einfügen mit einer erhöhten Komplexität. Also die optimale Wahl, wie gesagt, wird darauf hinauslaufen, dass man Punkt R nimmt. Und wenn das der Fall ist, kann man das, wenn Sie dieses verbal formulieren, haben Sie viel gewonnen. Wir müssen nicht die Mathematik anwenden. Aber es hilft uns, das noch besser zu verstehen. Weil es kommt dahin, wir müssen irgendwie dahin kommen, okay, was passiert, wenn der Lohn sich ändert? Was passiert, wenn dieser Budget gerade vom Anstieg her sich ändert? Wie reagiert der Mensch? Und dann hört die verbale Logik auf. Weil es quantifizierbar sein muss, nicht? Weil es gegenläufige Reaktionen entstehen. Daher hängen wir an dieser Mathematik, die hilft uns, nicht? Die hilft uns, unsere verbale Unzulänglichkeiten zu überwinden. Okay? Aber erstmal dieses formale Haushalt, dieses Problem des Haushalts müssen wir erstmal charakterisieren. Wir gehen von einer Nutzenfunktion aus, allgemeiner Form, also positive Grenznutzen von Konsum, positive Grenznutzen von kursiv L ist Freizeit. Und wenn Sie wollen, das ist das Komplement von meiner nicht schlafenden Zeit, den ich einsetze für die Arbeit. Wenn Sie Arbeitsmarkt faszinieren, dann können Sie, dann können Sie vielleicht das als Fach weiterbelegen, dann lernen Sie über die dritte Verwendung von Zeit, nämlich Haushaltsproduktion. Ich bleibe zu Hause und fege meine Wohnung aus oder ich passe auf meine Kinder auf. Ich könnte natürlich zum Markt gehen und die Leute einstellen, um das machen zu lassen, aber das kostet Geld. Und wo kriege ich das Geld her? Ich könnte meinen Sohn arbeiten lassen und dann könnte er das Geld reinbringen. Also sowas kann man sich vorstellen. Ja? Die Vermarktung von bestimmten Dienstleistungen gehört auch zu dem Marktprozess, den wir heute noch beschreiben. Aber erstmal ganz raffiniert diese schlichte Darstellung. Also die Annahmen sind mathematisch. Erste Ableitung positiv von beiden Argumenten. Zweite Ableitung negativ. Das heißt, der Grenznutzen von Konsum nimmt ab. Also zwei Mercedes bringt mir nicht mehr so viel als zweimal dem Nutzen vom ersten. Ich besitze auch keinen Mercedes, insofern kann ich nur spekulieren, wie es wäre. Aber auf jeden Fall kann man sich vorstellen, es geht auch nicht um das Auto selber, es geht um die Fahrzeit, um den Fahrgenuss etc. Und dann gibt es diese interessante zweite Implikation. Man hat eine zweite Kreuzableitung, die man beschreiben sollte und die ist gleich egal in welche Richtung man geht, ULC oder UCL. Das heißt, inwiefern steigert der Grenznutzen von Konsum mein Genuss an Freizeit und umgekehrt? Und das ist eine sehr interessante philosophische Frage, nicht? Also wie ist es bei Ihnen, wenn Sie extra Zeit haben, würden Sie lieber mal nochmal ins Kino gehen? Oder ist es so, dass wenn Sie Zeit haben, dass Sie Ihre Hemden bügeln und im Prinzip ein Substitut für Konsum am Markt machen. Also insofern, die meisten Ökonomen lassen das offen und sagen, dass die Kreuzableitung in der Nutzenfunktion gleich Null ist. Das ist ein Cop-out, aber jeder Mensch ist anders und ich wage nicht an dieser Stelle zu sagen, wer wem am meisten Spaß macht. Ich sage nur, wenn Sie Skier kaufen, ist es schön, wenn Sie Zeit haben, um diese Skier zu benutzen. Ja, die hängen die Skier nicht an der Wand. An die Wand und sagen, ja toll, ne, gucken Sie mal einen Tennisschläger an, das ist toll. Nee, Sie brauchen die Zeit, um den Tennisschläger zu benutzen. Und ja, das ist schon ein wichtiger Punkt. Aber auf jeden Fall, wir lassen es erstmal offen. Die Makroökonomen sind meistens dabei, das einfach gleich Null zu setzen. Also man kann das noch mathematischer zum Ausdruck bringen. Kompakt ist das nichts anderes als eine Aussage über die hessische Matrix dieser Nutzenfunktion. Das ist eine Funktion von mehreren Argumenten und nehmen wir die Matrix der zweiten Ableitungen und wenn wir letztendlich die Konkavität annehmen, ist es eine Aussage, dass wir eine negative Semidefinitheit dieser Matrix unterstellen. Ebenso wie bei der Produktionsfunktion. Es kann auch eine schwache, es kann auch eine strenge negative Semidefinitheit sein.
Das ist nur wichtig, wenn Sie vielleicht weiter in der mathematischen Theorie, wir werden das niemals richtig benutzen. Wir brauchen aber die zweite Ableitung negativ. Das ist sehr wichtig. Nicht? Abnehmende Grenznutzen. Also insofern haben wir diese Indifferenzkurven, die dadurch definiert werden. Wir setzen U gleich irgendein Niveau und dann kombinieren wir L und C, damit diese Funktion einen gleichen Wert hat. Und dann haben wir eine Indifferenzkurve, dann können wir tatsächlich U dieses fixe Niveau an Nutzen variieren. Dann haben wir eine ganze Schar von Kurven und dann haben wir praktisch die Aufgabe gelöst. Wie gesagt, es geht nicht nur um materiellen Wohlstand, es kann natürlich auch, diese C könnte auch Pflege sein. Wenn Sie alt sind und Pflege brauchen, das ist auch Konsum. Das geht ganz stark in die BIP-Rechnung ein, Pflege. Oder einfach Ausgaben für Sicherheit und sowas. Das sind alle so Dinge, die man tatsächlich in dieses Kalkül einbringt. Solange das persönlich getätigt wird und so weiter. Auch wenn Sie Leute beschenken, das ist auch Konsum, auch für Sie. Nicht? Also das, insofern ist es nicht so materialistisch, wie Sie denken. Also gewisse materialistische Aspekte, die sind da, weil die ermöglichen alles andere sonst, was wir haben. Also wenn wir ein Preisniveau P in Euro multipliziert mal dieses Bündel, die Anzahl von Bündeln oder Einheiten von Konsum, die wir konsumieren, haben wir PC auf der linken Seite. Und wenn ich das alles erstreiten muss durch mein Gehalt, dann wird das letztendlich auf der rechten Seite L quer Balken minus L mal W. Okay, jetzt sehen wir ab von Unterschieden zwischen Brutto- und Nettolohn und so weiter. Das ist einfach, um den Punkt zu machen. Und jetzt reden wir sofort von einem Reallohn. Das heißt, es geht um die Kaufkraft meines Nominallohns. Und deshalb fortan, wenn wir alle über klein w reden, klein w sei der Reallohn. Wir gehen davon aus, dass Arbeitnehmer clever genug sind, um das zu verstehen. Nicht, wenn der Preis von einer Flasche Bier sich verdoppelt und das ist alles, was ich konsumiere, werde ich natürlich ein bisschen verärgert, weil mein Reallohn entsprechend gesunken ist. Nicht? Insofern sehen wir darüber hinaus, dass die Menschen doof sind und das nicht verstehen können. Sie können es wohl verstehen. Also formal lässt sich das als ein Maximierungsproblem mit einer Nebenbedingung, nämlich dieses Budgetrestriktion, schreiben. Ja, wie machen wir das? Es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann Lagrange anschmeißen, so einen Lagrange-Multiplikator definieren und eine beschränkte Optimierung. Also wir können unser Leben leichter machen, indem wir sagen, okay, wir werden von den Feinheiten der Randlösungen absehen und einfach mal, wir werden L, diese Nebenbedingungen nach L auflösen und einsetzen und dann haben wir eine unbeschränkte Maximierung nach C. Also wähle C, wohl wissend, dass wenn ich mehr C habe, muss ich weniger Freizeit, weil ich diese Budgetrestriktion beachten muss. Und das geht in die Maximierung. Und man hat eine sehr leichte Bedingung, erste Ordnung zu erfüllen. Und dann ist das Problem sozusagen gebonkt. Also insofern haben wir zwei Möglichkeiten. Also Sie haben Lagrange gelernt. Das ist auch gut. Sie werden jetzt eine Übung machen. Lagrange ist interessant in dem Moment, wo wir uns überlegen wollen, was ist der Wert, was ist der Nutzenwert einer Lockerung meiner Budgetrestriktion? Was bringt es mir im Nutzen, wenn jemand mir 5 Euro schenkt und meine Budgetrestriktion nach außen verschieben lässt? Was bringt es mir an Nutzen? Dann ist dieser Lagrange-Ansatz sehr, sehr interessant und wichtig. Oder wir interessieren uns für diese Ecklösung und dann müssen wir Kuhn-Tucker anwenden. Kuhn-Tucker sagt einfach, die Bedingung erste Ordnung in einem Maximierungsproblem, wo ich tatsächlich am Eck sein kann, müsste auch berücksichtigen, dass der Schattenwert von einer Lockerung meiner Budgetrestriktion nicht unbedingt positiv ist. Also in dem Fall, wo ich nicht arbeite, ist eine Erhöhung des Lohns oder für eine kleine Erhöhung oder eine Verschiebung meiner Vermögen nicht von Bedeutung, weil ich nicht arbeite. Also insofern habe ich keinen Effekt.
Also wenn wir das, die erstere Möglichkeit nehmen, dann ist es ganz einfach. Wir haben eine Bedingung erster Ordnung, die so aussieht. Die verbale Interpretation ist sehr schön. Also auf der linken Seite ist der Grenznutzen von Konsum, das ist diese erste partielle Ableitung nach Konsum, ist bei einer Innenlösung, das ist gleich der Grenznutzen von Ressourcen, nämlich Grenznutzen einer kleinen Veränderung meiner Budgetmenge. Das heißt, ich kann, wenn ich eine Veränderung meiner Budgetmenge habe, kann ich im Prinzip nicht unbedingt, oder muss ich nicht unbedingt mehr Konsum genießen. Ich könnte im Prinzip mehr Freizeit nehmen. Ich könnte mich nach runter rutschen und sagen, ja, ich habe jetzt genug Geld. Ich kann mal mich zurücklehnen, ich gehe mal in Berlin Dungeon und lasse mich unterhalten. Nicht? Also das ist zwar Konsum, aber es ist auch Freizeit, weil ich nicht arbeite. Okay? Also das ist so eine Möglichkeit. Ebenso, und das ist das Spannende, man hat bei dem Lagrange-Ansatz eine zweite Bedingung erster Ordnung, bezieht sich auf den Grenznutzen von Freizeit und ist gleich dem gleichen Lagrange-Multiplikator multipliziert mit dem Lohn. Das heißt, wenn ich ein bisschen mehr Freizeit genieße, verzichte ich auf den Lohn. Und worauf verzichte ich in Nutzenwert? Ich verzichte auf den Verschiebung der Budgetrestriktion oder die Lockerung der Budgetrestriktion, die ich sonst hätte, wenn ich gearbeitet hätte. Und Lambda sei beim Optimum der Grenznutzen von Ressourcen in meinem Problem. Diese beiden können Sie kombinieren. Ich meine, die dritte Bedingung erster Ordnung bezieht sich auf den Lagrange-Multiplikator selber. Ich bewege mich entlang bei einem Innenlösungsansatz entlang der Budgetlinie. Und dann habe ich im Prinzip drei Bedingungen erster Ordnung und da kann ich die ein bisschen kombinieren. Ich kann die erste und zweite zusammen als Verhältnis nehmen. Und dann haben Sie hier, das ist ein ganz zentraler Satz, also auf der linken Seite haben wir die Grenzrate der Substitution Konsum für Freizeit. Also das Verhältnis dieser beiden Ableitungen an einem Punkt ist letztendlich die Krümmung oder der Anstieg der Indifferenzkurve an der Stelle. Und das ist das wird in der Fachsprache als Grenzsubstitutionsrate Konsum für Freizeit. Auf der rechten Seite ist der Reallohn. Und das ist eine verbale Charakterisierung dessen, was wir grafisch schon gesehen haben. Hier ist eine mathematische Charakterisierung. Wir haben drei Möglichkeiten, dasselbe Ergebnis. Tangentialpunkt, gleich Anstieg der Budgetgrade, gleich der Indifferenzkurve. Und auch diese Indifferenz, das heißt, wenn ich das eine Charakterisierung des optimalen Verhaltens ist, wenn ich mich besser stellen könnte, würde ich das tun. Ich würde eigentlich, wenn ich das nicht erfülle, dann habe ich was Falsches gemacht. Das könnte irgendwie ein bisschen weniger konsumieren, ein bisschen mehr Freizeit haben und ich würde meinen Gesamtnutzen steigern. Also insofern haben wir relativ einfach, und Sie werden es in der Übung noch einmal, das Problem charakterisiert. Ist es ein normativer Ansatz? Wir wissen nicht, ob jeder Mensch das jeden Tag macht. Ich bezweifle das. Aber wenn die Menschheit das nicht macht, dann gibt es große Gewinne durch eine kleine Veränderung des Verhaltens. Das heißt, wenn ich stelle fest, Mensch, ich arbeite zu viel, ja, nimm doch eine Pause. Und wenn Millionen von Menschen das selber tun in diesem Land, dann hat das natürlich eine Auswirkung. Nicht? Insofern denken Sie immer an diesen Optimierungssatz für die Innenlösung. Und vor allen Dingen nicht vergessen, dass diese Funktionen, diese U, das ist eine Funktion, die erste Ableitung ist ebenfalls eine Funktion von C und L. Das heißt, es ist keine Konstante. Es bewegt sich, je nachdem, wo ich bin, entlang meiner Kurve. Ja? Und das ist genau die Kunst des ganzen Ansatzes, diesen variierend. Und in der Übung kriegen Sie vielleicht eine Cobb-Douglas-Nutzenfunktion, eine ganz einfache Funktion, dann können Sie es tatsächlich ableiten und lösen. Wow, kriege ich ein Ergebnis, so ich wirklich anfassen kann. Aber das ist allgemein, solange die Funktionen Ableitungen haben, ableitbar sind, zweite Ableitungen existieren, können wir das machen. Also sind jetzt relativ, aber diese Annahmen sind wichtig, vielleicht werden sie verletzt im einzelnen Fällen. Die Frage ist, ob das wirklich verallgemeinerbar ist für eine ganze Volkswirtschaft. Und jetzt kommen wir zum ersten Problem, wenn man nur grafisch oder verbal argumentiert. Also Lohnerhöhungen haben Auswirkungen
die nicht so auf der Hand liegen. Also es müsste Ihnen klar sein, dass wenn die Löhne raufgehen, dass Sie mehr verdienen können durch den Verzicht auf Freizeit. Aber Sie haben schon gearbeitet per Annahme, Sie haben eine Innenlösung, das heißt, Sie können mehr verdienen, obwohl Sie gar nichts anderes tun. Es ist wie ein Geschenk. Also eine Lohnerhöhung, die alle sonst gearbeiteten Stunden betrifft, heißt für Sie mehr Geld. Und das heißt, im Prinzip können Sie auf eine Stunde verzichten, Arbeit, und eine Stunde mehr Freizeit nehmen. Und zumal Freizeit ein normales Gut ist, ist es ganz normal, dass man bei steigendem Wohlstand mehr Freizeit nachfragt. Insofern gibt es zwei Effekte, die entgegengesetzt sind, und wir müssen die auseinandersortieren. Die heben sich teilweise auf. Wir können das diagrammatisch gleich sehen. Und das heißt, wenn man wirklich streng argumentiert nach unserem eigenen Logikgebäude, also unsere Struktur, deduktiv und so weiter, Nutzen-Maximierung, kann es tatsächlich sein, dass eine Lohnerhöhung bei Ihnen zu weniger Arbeit führt. Sie arbeiten weniger. Nicht? Und dann, wenn wir aggregieren, müssen wir uns mal entscheiden, ja, wie sieht es aus? Dann müssen wir vielleicht die Ökonometrie als Methode anwenden, um da die Wahrheit rauszukriegen. Dennoch ist es klar, es gibt so viele Menschen da draußen, und viele Menschen haben nicht den Luxus, und die nehmen das schon wahr und sagen, okay, ich arbeite mehr, das ist eine Opportunität für mich. Also bei meinem Optimum arbeite ich mehr, und man kann tatsächlich davon ausgehen, dass die Angebotsfunktion positiv abhängt. Da gibt es eine Menge Evidenz dafür. Es kommt darauf an, was für einen Bildungsstand Sie haben, ob Sie verheiratet sind oder mit Partnerschaft sind, ob Sie Mann oder Frau sind. Das ändert sich allmählich im umgekehrten Sinne, aber es ist interessant. Wir fangen hier an, und dann kommen wir zu einer Lohnerhöhung. Hier haben wir eine Situation, wo es kein Vermögen gibt in dem Haushalt, außer Lohneinkommen. Das macht unsere Arbeit einfacher, aber in der Übung werden Sie vielleicht das andiskutieren, was passiert, wenn wir ein uneingeschränktes Niveau an Vermögen haben und deshalb konsumieren können, egal wie viel wir arbeiten. Das gibt es auch. Aber in diesem Fall ist es sehr einfach zu sehen. Sie sehen ja, man bewege sich von R zu R' und man ist besser gestellt. Woher weiß ich das? Nutzenfunktion liegt drüber, also die Indifferenzkurve liegt über der alten. Das heißt, Nutzen ist höher. Ich bin happier, ich bin glücklicher, weil die Löhne erhöht worden sind. Aber was mache ich da? Also in diesem Bild ist es klar, ich arbeite mehr und nehme weniger Freizeit. Aber das ist ein angenommenes Ergebnis. Das heißt, in diesem Fall haben wir angenommen, dass der Substitutionseffekt überwiegt, größer ist als der Einkommenseffekt. Und hier sind die beiden. Der rote Pfeil weist darauf hin, was würde ich denn tun, wenn ich den gleichen Lohn hätte, aber den gleichen Nutzen hätte. Also bei einer Lohnerhöhung, einer Lohnsteigerung, habe ich einen steileren Verlauf der Budgetgrade. Aber einfach mal als Gedankenexperiment, das geht auf Marshall und Hicks zurück, ich halte den Nutzen konstant. Ich ändere nur die Austauschmöglichkeiten, und dann bewege ich mich bis hin zu diesem ersten Punkt, zum Ende des roten Pfeils. Dann sehen Sie, ich habe tatsächlich mehr arbeiten wollen. Ich habe auch Freizeit massiv verzichtet. Das ist wegen der relativen Preise. Bei gleichem Nutzen. Das Gedankenexperiment ist beim gleichen Nutzen. Ich gehe tatsächlich in die Arbeit. Ich habe den Einkommenseffekt voll ausgeschaltet. Und jetzt lassen wir den Einkommenseffekt gelten. Und das ist dieser grüne Pfeil, eine Parallelverschiebung der neuen Budgetrestriktion bis zu dem tatsächlich realisierten Budgetrestriktion mit der erhöhten Grade. Und diese sagt, okay, ich bin jetzt reicher, ich will nicht nur mehr konsumieren, ich möchte auch mehr Freizeit haben. Und diese überwiegt diese Lust, einfach mehr zu arbeiten. Muss nicht sein. Also insofern könnte man sich vorstellen, bei bestimmten Differenzkurven könnte man einen grünen Pfeil, der weit draußen liegt und zwar stark genug ist, um quasi den Einkommenseffekt zu über,
holen oder zu überwiegen. Das gibt es auch. Das gibt es über längere Entwicklung, also mehrere Jahrzehnte steigendem Wohlstand. Wir beobachten, dass in Deutschland immer weniger gearbeitet wird. Das ist ein ganz langer Trend. Fing schon in den 50er Jahren an, auch in Amerika bis in den 70er. Dann hört es auf. Es gibt auch scheuliche Gründe vielleicht dafür. Aber auf jeden Fall beobachten wir es quer durch die Industrieländer. Es wird weniger gearbeitet. Die Menschen profitieren von ihrer gesteigerten Produktivität. In diesem Fall haben wir eine, sozusagen eine exakte Aufhebung der beiden Effekte. Das ist zum Beispiel, wenn man eine Cobb-Douglas-Nutzenfunktion im Detail annehmen würde, dann würde man genau diese Aufhebung bekommen. Wenn man diese Menschen zusammen aggregiert, bekommt man sehr schnell zu einer Haushaltsangebotskurve und man sieht, dass die Länder tatsächlich sehr unterschiedlich sind. Wenn Sie quasi das alles auf Personen des erwerbsfähigen Alters normieren, sehen Sie, dass es große Unterschiede gibt. Die Europäer arbeiten richtig wenig verglichen nicht nur mit den Amerikanern, sondern auch mit den Schweden, mit den Engländern und mit den Schweizern. Es ist nicht da, aber es stimmt auch. Nicht? Und das hat damit zu tun, dass viele Leute arbeitslos sind in vielen von diesen Ländern. Es hat auch damit zu tun, dass die Menschen nicht arbeiten möchten. Und das ist nicht zu kritisieren. Das ist tatsächlich eine persönliche Entscheidung. Und wenn es eine Nation betrifft, ist es auch eine persönliche Entscheidung. Und man wählt Politiker, die sowas unterstützen. Aber letztendlich, diese Daten lügen nicht. Das sind Fakten und es sind nicht alle asoziale Länder, wie was auch immer Sie denken, sondern auch Kanada und Dänemark. Und es hat auch damit zu tun, dass Frauen in diesen Ländern aktiver sind am Arbeitsmarkt. Die partizipieren. Das trägt auch dazu bei. Also, daher, weil es verschiedene Möglichkeiten, ihre Arbeitskräfte zu bieten. Das sehen wir in der letzten Folgen der Hartz-Reformen, hat man beobachtet, dass die Teilzeitarbeitnehmer massiv angestiegen sind. Teilzeit ist eine andere Form von Arbeitsangebot. Es ist nicht Vollzeit, sondern Teilzeit. Es gibt auch Minijobs, es gibt andere Formen, die auch vielleicht zu kritisieren sind. Aber auf jeden Fall geht es bei den Unternehmen um die Arbeitsstunden. Und es geht um diese Einwohner im erwerbsfähigen Alter. Deshalb müssen wir das runterbrechen. Es geht um Stunden je Erwerbstätigen, aber als Produkt mit Erwerbstätiger je Einwohner. Das heißt, die extensive Marge oder extensive Rand muss auch berücksichtigt werden. Was ist der Anteil der Menschen, die tatsächlich am Erwerbsleben sich beteiligen? Wir reden im ersten von, auf Englisch heißt es Intensive Margin, am intensiven Rand. Wie viele Stunden je Erwerbstätigen oder Arbeitnehmer in dem, es muss nicht unbedingt mal Erwerbstätigen sein im allgemeinen Sinn, oder Erwerbstätiger je Einwohner, was ist die extensive Partizipationsrand? Also wie viele Menschen sind tatsächlich am Arbeitsmarkt? In vielen Ländern in Südeuropa sind Frauen eher zu Hause, machen was anderes. Das wird auch langsam aufgehoben, aber das ist ein auffälliger Unterschied zwischen Skandinavien und Südeuropa. Ja, das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Und man kann über beide Wege oder eine Kombination davon diese Unterschiede erklären. Und man kann das natürlich ein bisschen noch weiter aufdröseln. Also es gibt Arbeitswochen pro Jahr. Deutsche nehmen sehr gerne Urlaub, die Franzosen auch. Das trägt auch dazu bei. Wenn sie Urlaub nehmen, können sie nicht arbeiten. Nicht? Aber wenn sie arbeiten, arbeiten sie mehr Stunden pro Woche als die Amis. Insofern man muss wirklich das sehr, sehr vorsichtig angucken. Es gibt in Nürnberg eine sehr schöne Arbeitszeitrechnung, die man jedes Jahr aufstellt, um zu erklären, wo diese Stunden, diese Billionen von Stunden herkommen. Nicht? Von welchen Menschen, Teilzeit, Vollzeit, Männer, Frauen, bla bla. Also, man kann auch, letztes Wort zur Arbeitsangebotskurve, es gibt eine andere Betrachtungsweise. Wir haben wirklich davon ausgehen wollen, als würden alle Menschen ähnlich aussehen, mit ähnlichen Entscheidungen. Es gibt eine andere Möglichkeit. Man sagt, auch die Leute, die nicht an der Innenlösung sind, sondern am Rande der Partizipationsentscheidung sind, und es kann sein, dass der Lohn irgendwann mal hoch genug ist, um die Leute gerade in den Arbeitsmarkt zu locken. In dem Moment ist der Lohn
höher oder gleich der Grenzsubstitutionsrate Konsum für Freizeit. In dem Moment springt man in den Arbeitsmarkt, partizipiert man, nicht? Und dieser extensive Rand ist wichtig. Wir wissen das aus der Wissenschaft. Gerade nach den Hartz-Reformen wurden sehr viele Leute aktiviert, in den Arbeitsmarkt gebracht. Viele Menschen über 55 wurden bewegt, in den Arbeitsmarkt wieder zu gehen und haben jetzt Tätigkeiten wieder aufgenommen. Das sieht man deutlich aus den Daten. Und das führt auch dazu, dass das Arbeitsangebot sich erhöht. Und dann könnte man im Prinzip sagen, die Arbeitsangebotskurve ist nicht anders als eine Aneinanderreihung von Arbeitsanspruchslohnniveaus, von Anspruchslöhnen. Und je höher der Anspruchslohn, desto mehr Leute oder ihre Stunden angeboten werden. Also insofern eine andere Betrachtungsweise, die auch zum selben Schluss führt. Sie sehen ja, dass dieser extensive Rand sehr interessant ist. Also das ist nur mal, lesen Sie bitte mal das Buch Kapitel 5, da gibt es viele Beispiele davon. Aber hier ist ganz interessant, wie auffällig unterschiedlich die weibliche Partizipation ist über die Länder hinweg. Und die Frauen sind im Kommen. Das sieht man in Deutschland. Gerade durch die Hartz-Reform sind so viele Frauen aktiviert worden, jetzt in den Arbeitsmarkt, dass viele Männer, auch in Amerika, aus dem Arbeitsleben ausscheiden. Entweder für mehr Bildung oder sie gehen in die frühe Verrentung. Das sind interessante Entwicklungen. Das kann eigentlich für die Volkswirtschaft nur positiv sein, weil diese Frauen manchmal sehr produktiv sind und stille Reserve waren. Insofern, Sie sehen ja, die Varianz ist auch groß. Es gibt Länder, die immer noch diese Reserven nicht angezapft haben. Aggregation führt dazu, dass wir eine Angebotskurve, die flacher ist. Da können Sie sich überlegen, weshalb das so ist. Und jetzt in den letzten 15 Minuten möchte ich mal die Arbeitsnachfrage abhaken. Das ist auch wichtig. Ich meine, wir haben nur eine Seite der Marshallschen Darstellung des Diagramms abgebildet. Wir müssen auch die Nachfrage nach Arbeitskräften darstellen. Es ist hier, man, in der Presse liest man von der Angebot an Arbeitsplätzen, das ist furchtbar. Ja, es verwirrt alles und verwirrt viele Menschen. Es geht darum, was wollen die Firmen? Die Firmen wollen Menschen einstellen. Kann sein, dass man tatsächlich einen Arbeitsplatz schafft, aber letztendlich die Arbeitsplätze sind Mittel zur Umsetzung von Arbeitskräften. Und es geht nicht nur um Unternehmen, es geht um den Staat. Der Staat hat auch eine Nachfrage nach Arbeit, gewaltige gerade in Deutschland. Und der Staat will Geld nicht wegschmeißen. Das Geld soll sinnvoll umgesetzt und eingesetzt werden. Insofern kann man auch eine Arbeitsnachfrage beim Staat ableiten. Produktion ist so, dass man Output schnell variieren kann durch eine schnelle Variation oder Veränderung der Arbeitseinsätze. Kapitalstock ist sehr schwer zu ändern von Jahr zu Jahr. Leicht geht es, wenn ich die Leute Überstunden machen lasse oder ich stelle ein paar neue Leute ein. Das ist die Variation, die am nächsten ist. Wir werden ein optimales Verhalten der Firma. Wir werden jetzt kurz dazu kommen, dass die Arbeitsnachfrage durch die Produktivität der eingesetzten Arbeitskräfte bestimmt wird. Das heißt, es wird durch die Technologie, mit der man produziert. Es geht um das Grenzprodukt, es geht um den marginalen Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin oder ihre Arbeitszeit. Es geht um die Grenzproduktivität. Also was vorher war, interessiert uns in diesem Moment nicht. Was passiert, wenn ich noch eine Stunde einsetze? Und ist das für mich als Arbeitgeber produktiv oder nicht? Bringt das mir mehr Gewinn? Ich meine, wenn der Staat nicht unbedingt optimierend ist, ist wenigstens 88% der Rest der Rest der Wirtschaft sozusagen, er guckt auf die Gewinnmöglichkeiten. Ansonsten hat es keinen Sinn, Arbeitskräfte einzusetzen. Und dann kommen wir auf die Arbeitsnachfragefunktion. Dieses Problem ist genauso einfach wie die Konsumentenaufgabe. Die Firma hat ganz andere Überlegungen, will einfach mal den Unterschied zwischen Umsatz und Kosten der Produktion, Kosten der Zwischenprodukte maximieren. Und wir werden die ganzen Zwischenprodukte, die
die Vorleistungen aus dem fallen lassen, weil wir tatsächlich nur für diese Wertschöpfung interessieren. Aber Sie können das Problem beliebig verkomplizieren, wenn Sie wollen. Also es gibt eine Produktionsfunktion. Die Arbeitsvariation ist die einzige Möglichkeit. Kapital wird einfach mal gegeben sein. Gewinn ist gleich Umsatz abzüglich Kosten. Und Sie können die Kapitalkosten als Fixkosten, weil die eben fix sind. Es gibt möglicherweise Kosten der Kapazitätsauslastung, aber davon sehen wir erstmal ab. Wie gesagt, wir betrachten zwar Wertschöpfung, wir werden die Energiekosten, Materialkosten erstmal vernachlässigen. Die sind sicherlich für das Unternehmen wichtig. Das ist ein unbeschränkter Optimierungsansatz. Ich habe keine Nebenbedingungen. Also ich habe die Produktionsfunktion, ergibt meinen Output. Man kann das viel, viel einfacher aufschreiben. Ich variiere den Arbeitseinsatz zu dem Punkt, wo die Grenzproduktivität der letzten eingesetzten Stunde wird gerade aufgehoben durch die Mehrkosten, die diese Einstellung verursachen. Okay. Es gibt eine zweite Ordnung für ein Maximum. Das will nur heißen, dass diese Gewinnfunktion tatsächlich dieser Gewinn maximiert wird und nicht minimiert wird. Also diese Bedingung erster Ordnung ist ebenso, weil bei den Konsumproblemen muss man immer diese zweite Ordnung, Bedingung zweiter Ordnung berücksichtigen. Und die sei auch erfüllt, weil die Produktionsfunktion konkav ist. Und da ist die formale Darstellung, also auf der rechten Seite haben wir die Grenzproduktivität von Arbeitskräften, jetzt gemessen in Stunden, ist gleich dem Reallohn aus der Sicht der Firma. Also wenn Sie ein bisschen weiterdenken, können Sie sich vorstellen, dass dieser P für die einzelne Firma der Preis von dem eigenen Output ist und nicht von der Volkswirtschaft. Das stimmt auch. Nicht? Jede Firma guckt auf den eigenen Realproduktlohn sozusagen. Aber wenn man aggregiert über alle Firmen, ist es kein großer Verlust, wenn man einfach von demselben P ausgeht. Aber es ist interessant, für die einzelnen Firmen ist es der einzige P. Also wenn mein Preis aus irgendwelchen Gründen angehoben wird oder wenn, hier geht es um kompetitive Firmen, aber wenn der Preis steigt, dann heißt es letztendlich, ich kann Leute einstellen, weil der Reallohn, der Produktlohn gesunken sei. Ja, also dann kann man natürlich durch die Konkavität der Produktionsfunktion die negative Neigung der Arbeitsnachfragefunktion ableiten, denn die Arbeitsnachfragefunktion nichts anderes als die Grenzproduktivität des Faktors Arbeit ist. Okay, wie viel stelle ich ein bei dem Lohn? Ich stelle da ein bis zu dem Punkt, wo die Produktivität gerade noch abgedeckt wird oder aufgehoben wird durch den Lohn. Das heißt, diese Nachfragekurve ist negativ, eindeutig negativ geneigt im Beschäftigung-Lohn-Raum. Okay, das ist die einfache Darstellung, machen wir ganz schnell, das kennt jeder. Aber letztendlich, der Gewinn in diesem Diagramm ist interessanterweise der Abstand zwischen A, der vertikale Abstand zwischen A und dieser Strahl OR. Also diese OR sind die konstant verlaufende Arbeitskosten. Man will einfach diesen Abstand maximieren. Und das ist einfach so eine grafische Darstellung von dem, was wir schon mal gesagt haben. Es gibt eine alternative Deutung der Nachfragekurve. In vielen Mikrokursen wird das nicht gesagt, aber ich finde es interessant. Wir gehen immer von einem repräsentativen Unternehmen aus oder einer repräsentativen Firma. Man könnte sich vorstellen, dass es viele, viele verschiedene Firmen gibt. Es gibt auch Firmen, die ganz primitive Produktionstechnologien haben, lineare, nicht unbedingt konkave wie hier. Aber die haben unterschiedliche Produktivitäten und die haben unterschiedliche Kapazitäten. Und wenn das der Fall ist, kann man genauso eine schöne Nachfragekurve als einfach eine Aneinanderreihung von diesen verschiedenen Einstellungsbereitschaften, nicht? Links hat man die Unternehmen oder die Arbeitsplätze, die am meisten produktiv sind und am meisten bereit sind zu zahlen. Und dann, wie man nach rechts fährt, geht man diese Kurve herunter. Und diese Nachfrage im Übrigen ist genau wie beim Arbeitsangebot am intensiven oder extensiven Rand, wobei die Arbeitgeber immer auf die Stunden gucken. Die gucken auf die Stunden.
Und Sie wollen optimieren, also ist es besser, vielleicht zwei Teilzeitleute. Ja, vielleicht gibt es irgendwo eine Verzerrung am Markt durch den Staat oder durch die, vielleicht sogar durch die Wünsche der Haushalte beim Steuergesetz oder sonst was, dass man Teil- oder Vollzeit oder sowas, es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, aber auf jeden Fall sollen Sie sehen, es ist nicht unbedingt Indifferenz zwischen der Form der Umsetzung dieser Stundennachfrage. Es kann auch durch mehrere Minijobs oder durch Teilzeit oder eben nicht. Es kommt auf viele komplizierte Regelwerke der Arbeitsmarktverfassung gerade in diesem Land an. Ja, noch einmal Wiederholung. Wir reden immer von demselben Lohn, aber in der Tat ist es nicht so. Wie gesagt, ist in Deutschland die Lücke zwischen dem, was die Arbeitnehmer vor Einkommensteuern bekommen und was die Arbeitgeber zahlen, das ist ungefähr 35%. Das ist ein Riesenkeil. Man spricht von einem Abgabenkeil. Und das treibt natürlich auch einen Keil in unser Diagramm, das wir zum Schluss diese Lehrveranstaltung angucken wollen. Aber auf jeden Fall müssen wir das immer im Kopf haben. Wir werden es hier nicht unbedingt direkt anschauen. Sie können sich vorstellen, dass die Produktivität von Arbeitskräften kann sich erhöhen, aus dem Grund, den wir schon genannt haben. Technischer Fortschritt kann dazu führen, dass bei gegebenem Einsatz die Menschen produktiver sind oder der Preis von meinem Output sich erhöht hat. Meine Maschinen sind produktiver, meine Menschen haben gelernt, wie man endlich mal mit Windows 10 umgeht. Das führt zu einer Produktivitätserhöhung. Das heißt, bei jedem Einsatz von Arbeit, zweite Abbildung, erhöht sich die Grenzproduktivität von Arbeitskräften. Das heißt, eigentlich meine Einstellungsbereitschaft müsste höher liegen. Und wenn das der Fall ist, haben wir eine Rechtsverschiebung der Nachfragekurve, diese MPL, oder nach oben, wenn Sie wollen. Das heißt, meine Zahlungsbereitschaft erhöht sich dementsprechend. Gut, wir haben 5 Minuten noch. Ich versuche mal, das Gleichgewicht in diesem fiktiven, theoretischen Arbeitsmarkt darzustellen, voll wissend, dass wir nächste Woche anfangen, ein bisschen zu kratzen an diesem schönen Bild. Aber ich sage es immer, Marshall, dieses Marshall-Diagramm kann richtig 70% der interessanten Geschehnisse erklären. Inklusive Hartz, inklusive all diese Dinge, die uns beschäftigen. Die Migration zum Beispiel, was wird das für deutsche Arbeitsmärkte bedeuten? Das kann man, also die Grundtendenzen kann man schon aus dem einfachsten Modell ablesen und dann natürlich nicht aufhören, sondern weiterdenken. Also im Prinzip wissen wir, dass wenn es einen solchen Markt gibt, wenn es einen Wettbewerbsmarkt gibt, das heißt, es gibt keine Monopsonen, die auf die Löhne drücken, es gibt keine Gewerkschaften, die die Löhne erhöhen, dann gibt es ein Ergebnis, ein theoretisches Ergebnis, dass die Konsumenten- und Produzentenrenten in der Summe maximiert werden bei diesem Schnittpunkt im Marshall-Diagramm. Das ist ein ganz interessanter Satz, muss jeder im Grundstudium lernen. Im Gleichgewicht. Man könnte sich vorstellen, okay, jetzt mache ich einen Mindestlohn oder eine Beschränkung der Arbeitszeit oder sonst. Das verschlechtert eigentlich in einem freien Markt mit Wettbewerb das Ergebnis. Das verschlechtert das Ergebnis. Das heißt nicht, dass wir das Ergebnis jemals erreichen, aber wir sollen im Klaren sein, wenn diese Kurven tatsächlich das abbilden, was sie abbilden sollen. Die Nachfragekurve bildet die Grenzproduktivität von Arbeitskräften in fallender Art und Weise und die Arbeitsangebotskurve bildet die Arbeitsbereitschaft von Arbeitnehmern ab. Bei diesem Schnittpunkt haben wir im Prinzip die Summe der Renten, die man als Produzentenrenten bezeichnet. Das heißt, alle Firmen, die produktiver sind oder wessen Arbeitnehmer produktiver sind als ihre Lohnkosten, plus all diese Menschen, die bereit wären, zu niedrigen Löhnen zu arbeiten und kriegen noch mehr dafür. Diese Summe, dieses Dreieck wird maximiert bei diesem Punkt. Also dann können wir sehen, okay, für den Fall, dass wir dieses schöne Gleichgewicht hätten, was würde passieren, wenn wir verschiedene Veränderungen hätten? Also diese komparative statische Analyse kommt wieder zum Tragen. Also was passiert, wenn wir technischen Fortschritt haben? Wir haben
Zunahme der Frauenpartizipation oder meinetwegen Immigration oder Emigration, was passiert bei einer Schock zu den Energiepreisen? Was würde da in diesen Fällen passieren? Das wird alles im Lehrbuch ein bisschen ausgeführt. Und danach werden wir diese Ergebnisse etwas kritisieren, weil vielleicht die Welt etwas komplizierter sein wird. Aber hier ist das Gleichgewicht. Und nochmals, also quasi, wenn Sie gerne in Integralen denken, also die Produzentenrenten kann man hier ablesen. Das ist das Integral von 0 bis L von dem Abstand zwischen der Produktivität der Arbeitnehmer, das ist diese Nachfragekurve, Demand, und dem Lohn, gegeben beim Gleichgewicht. Das sind die Produzentenrenten. Und die Konsumentenrenten bzw. die Arbeitnehmerrenten ist die Tatsache, dass viele Menschen, also so Arbeitsbereitschaft, selbst bei niedrigen Löhnen, wenn sie arbeiten, sie kriegen jetzt diesen hohen Lohn. Man integriert zwar quasi die Fläche zwischen oberhalb der Angebotskurve und unterhalb von dem Lohnniveau haben wir die Arbeitnehmerrenten. Und die Frage ist, was passiert, wenn etwas in Bewegung kommt? Kann man tatsächlich auch mit dieser Aussage sich leisten zu den potenziellen Renten, ob die gestiegen sind, ob sie gefallen sind? Und wenn ich Rente sage, es heißt nicht Pension oder so. Sie wissen, was Rente ist, ne? Das ist ein mikroökonomischer Begriff. Und hier ist eine ganz einfache Entwicklung, die man als zunehmende Arbeitsnachfrage durch externe Einflüsse, es kann auch durch die gesamtwirtschaftliche Lage sein, es kann durch eine technische Entwicklung sein, Produktivität der Menschen am Arbeitsplatz und so weiter, dann würde man eine positive Korrelation zwischen Lohn und Beschäftigung beobachten, steigende Lohn, steigende Beschäftigung. Man kann sich vorstellen, verschiedene Gründe, es kann auch sein, dass eine Zunahme der Kapitalausstattung, gerade in den Entwicklungsländern, wenn man mehr Sachanlagen anschaffen, mehr Fabrikgebäude, Gebäude oder Produktionsanlagen, dann verschiebt sich die Nachfrage nach Arbeitskräften nach rechts und das würde zu höheren Löhnen und zu höheren realisierten Stunden, in welche Kombination auch immer, das hängt von den jeweiligen Elastizitäten, nicht? Nachfrage und Angebotselastizität. Hingegen Angebotsverschiebungen führen zu gegenläufigen Entwicklungen von Lohn und Beschäftigung. Hier geht es um meinetwegen die Strömung von Frauen auf den Arbeitsmarkt in Amerika in den 70er Jahren, 80er Jahren hat dazu geführt, dass viele Löhne gefallen sind. Ja, also das ist eine Interpretation. Oder die Anzahl der Ingenieure in den 70er Jahren in Amerika oder die Anzahl der Schlosser in Westdeutschland nach der Wende. Nicht? Das würde zu einer Moderation der Lohnentwicklung und gleichzeitig einer Ausdehnung der Beschäftigung. Denken Sie mal an die Migration, was jetzt in Deutschland passiert. Je nachdem, in welchem Arbeitsmarkt man sich bewegt. Hier ist es ein globaler Arbeitsmarkt. Und das ist nicht die Ende der Betrachtung. Es gibt andere Prozesse, die auch in Gang kommen. Zum Beispiel auch Intensivierung der Investitionstätigkeiten, was wiederum zu einer Verschiebung der Nachfragekurve führen würde. Also auch ganz einfache Grundtendenzen am Markt. Jetzt schließe ich die Vorlesung mit der folgenden Beobachtung. Also wir haben noch keine Arbeitslosigkeit in diesem Bild. Ich habe das Wort Arbeitslosigkeit nicht mehr in den Mund genommen, weil in Marshall Arbeitslosigkeit sehr problematisch ist. Und zwar die Arbeitslosigkeit in dieser Abbildung ist vollkommen freiwillig. Zum Lohn W ist die Arbeitslosigkeit abgebildet durch den Abstand zwischen N, L Querbalken. Das ist die Anzahl der potenziell anbietbaren Stunden, also Stunden, die man angeboten könnte, wenn man wirklich nur schlafen müsste. Und das macht doch keine. Und alles, was da davon geht, ist alles freiwillig dem Markt enthaltene Arbeitskräfte. Und das ist für uns, für mich, für Sie wahrscheinlich etwas problematisch, obwohl wir wissen, einige Leute tatsächlich diese Möglichkeit haben. Aber das kann nicht sein, dass es die gesamte Geschichte ist. Die Arbeitslosigkeit müssen wir nächste Woche angehen und versuchen zu erklären, wo sie herkommt und warum sie sich bewegt. Okay? Und mit diesem letzten Satz möchte ich Sie verabschieden in die Woche. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.